Bin ich. Der hat mir die ganzen Klamotten geklaut. Ja, du wachst gleich wieder auf. Ich töte die hier. Das gibt's ja wohl nicht, ey. Also zu zweit, ne? Ja. Und die sind gleich down. Ja, sind beide tot und hier ist eine Truhe. In der Truhe müsste alles drin sein, was dir gehört, ja. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark and Light. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mit mir am Start ist der Volk. Hi, grüß dich. Ja, moin moin. So, neuer Server, neues Glück, neue Charaktere. Wir sind im Land der Zwerge. Ich habe etwas lange Beine diesmal, aber das ist nicht schlimm. Trotzdem gehöre ich den Zwergen an. Und ja, wir haben einen neuen Server gesucht, wo man ein bisschen mehr levelt und ein bisschen mehr zeigen kann. Und bin schon ein bisschen ausgerüstet, bin schon Level 29, Volks ist Level 17 und er spielt gerade mal anderthalb Stunden oder so, ja. Mhm. Wenn man zusammenzählt. Ja, wir wollen jetzt auf den Suche machen nach einer Location, wo wir denn Häuschen bauen. Vielleicht da, wo nicht ganz so viel los ist, wo wir nicht ständig von Reapern und Panthern angegriffen werden. Und ich würde sagen, wir ziehen einfach mal los. Euch viel Spaß und ja, auf geht's. Einfach mal loslaufen und erkunden. Wollen wir hier oben mal hochgucken? Ja, oder? Gehen wir oben mal hoch. Oben haben wir auch schon wieder ein Wildschwein. Ja, mein Wildschwein, was ich gezähmt habe, ist gestorben. Das ist voll kacke. Und die sind aggro. Wenn man da dichte beigeht, dann greifen die auch an. Das ist 76, wieder so ein High-Level-Ding. Oh, ich bin hier runtergeflogen, scheiße. Echt? Ja, ich komm. Ich hab schon. Okay. So, und ich rüste mal meinen Zauberstab aus. Ist vielleicht besser. So, wenn man nicht sprintet. Achso, kannst du noch Sachen tragen? Ja. Pass auf, dann schmeiß ich da mal was hin, dass ich leichter werde. Pam, 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 pam. Genau hier. Nimmst du mal bitte das. Wir haben noch ein Glas. Und das hier. Mal gucken, ob du das alles mitkriegst. Dass ich auf jeden Fall ein bisschen leichter werde. Rot. Ja. Ja, rot ist nicht schlimm. Wenn du unter I guckst, hast du links dein Gewicht. Ich bin bei 285,2 von 320. Das ist gerade noch so Bereich des Möglichen. Also rot und... 243,3 von 200. 243? Also 143 von 200. Ach so, ja, gut. Na, bei 200 von 200 läufst du halt langsam. Schauen wir mal, was hier alles so ist. Ich meine, ich war ja schon mal in einem der letzten Folgen, war ich ja schon mal hier hinten. Bin ja von so einem Hippogreifen bin ich ja erledigt worden. Das hier ist übrigens Metall. Ja, hier kriegst du Ohre raus. Von diesen hier. Wenn du darauf klopfst. Da kriegst du Kupfererz und manchmal ist auch Eisen drin, aber meistens ist hier Kupfererz drin. Kannst du, brauchen wir hinterher für Waffen herstellen und so. Kupfererz. Ja. Ja, also hier ist schon recht viel davon. Also offscreen bin ich einmal da hinten mit meinem Wildschwein um den Berg rumgeritten. Quasi einmal hinter der Zwergenstadt, einmal da komplett hinter. Da ist alles voller Drachen und Wyverns und Greifen und Steingolems. Also das geht schon ab da hinten. Und die Weitsicht ist hier echt enorm, ne? Ja, die ist gewaltig. Ist echt gut geworden. Wie gesagt, einmal mit dem Wildschwein da ganz hinten rum. Und dann habe ich es in der Halle abgestellt und ja, keine Ahnung, ob es verhungert ist oder ob es umgebracht wurde oder ob es weggelaufen ist. Kein Plan. Es lag keine Tüte mit dem Sattel drin oder so. Einfach stand ich da ohne Schwein. Da hat das Schwein kein Schwein gehabt. Genau. So, und jetzt ruckelt es hier, weil das Gebiet nachlädt. So, da hinten ist auch was los. Da ist ein Drache oder Vivan, was sind das? Vivan.
Das sind die Kleinen. Die Kleinen, Vivan, die greifen auch nicht an. Aber was angreift, sind hier unten. Wenn du mal runter guckst, da greift... gerade. Ja, wenn du hier mal runter guckst, greift gerade so ein greift ein Steingolem an. Die greifen an. Das ist auch geil, ne? Die greifen an. Ja. Und dann gibt es hier noch so Doppelkopfgeier. Die greifen allerdings nicht an. Und die Steingolems sind auch friedlich. Also das sind alles Steingolems, Ents, die sind alle friedlich. Die Wivern, die tun nichts. Aber die greifen, wie gesagt. Da hinten sind auch welche. Ja. Auf der linken Seite. Ist kein gutes Gebiet hier. Nee. Und es ist neblig. Ist viel schlimmer. Was ist das für ein wie nennt sich das noch hier, wie nennt sich das noch? Was denn? Was hier jetzt so kreist. Eine Höhle oder was ist das? Ja, das ist ein magisches Portal. Meine ich ja. You can break the spell, cause... Also, mein Magiebereich ist nicht hoch genug. So, hier steckt leider einer fest. Ein Wyvern. Ja, und diese kleinen, die sieht aus wie so ein Metallkackhaufen, das ist Eisenvorkommen. Hier, wo ich vorstehe. Ja, ich sehe den. Oh, da ist einer runtergeflogen von oben. Kebo. So, kann ich den jetzt abbauen oder kann ich den nicht abbauen? Doch, ich kann ihn abbauen. Gibt Haut und Knochen. Greifen die Kebos auch an? Nee, ist auch friedlich. Die greifen erst an, wenn man denen was tut. Ja, kann ich hingehen, macht nichts. Schiebt mich höchstens weg oder läuft durch mich durch. Lass mal weiter. Müssen wir irgendwo einen Bauplatz finden. Achso, Magie geht auch kaputt, ne? Musst du dann reparieren. Level 28. Wyvern. Die kann man zähmen mit einer speziellen Magie, habe ich gelesen. Oh, hier sind Greifen. Hier ist noch so ein Portal. Lass mal zusehen, dass wir hier wegkommen. Aber die Greifen prügeln sich, glaube ich, gerade mit den Steingolems. Und mit den Kordos, oder wie die heißen. Kordos. Mal abhauen hier, ey. Zu viel Gewusel. Oh, hinter die läuft ein Dings. Ein was? Oh, hier so ein... Oh, ich bin tot. Wer ist tot? Ich bin Kolb. Bin ich. Der hat mir die ganzen Klamotten geklaut. Ja, du wachst gleich wieder auf. Ich töte die hier. Das gibt's ja wohl nicht, ey. Na gut. Zweit, ne? Ja. Aber die sind gleich down. Ja, sind beide tot und hier ist eine Truhe. In der Truhe müsste alles drin sein, was dir gehört, ja. Ach, wollte ich angehen, ey. Da zocken die meine Sachen, ey. Ja, musst du aufpassen. Die hauen dich bewusstlos.
Alter, was ist das für ein Vieh? Habe ich auch noch nicht gesehen. Wo? Hier, das hier. Ein Bahamut. Ist das aggressiv? Nee, es tut nichts. Aber es ist fast tot. Warte, die werde ich mal umbringen. Gibt nämlich einen Biest-Eintrag. So. Hat er was im Inventar? Nein. Hier unten liegt auch ein Biest. Was liegt da? Bis hier denn. Wer ist das? Ach nee, hier liegt ein dunkler Geist, ist das hier. So ein Reaper? Ja. Level 40, tot. Aha, das hat, glaube ich, gerade der... Eisbrocken hat er mit. Ja, Eisbrocken und Fell. So, jetzt kannst du den abbauen. Am besten mit dem Messer oder mit der Axt oder sonst irgendwas. Und dann hat er irgendwas... Ah, schon weg. Ah, schade. Irgendwas Spezielles hat er dann immer, wenn du den abbaust. Knochen auf jeden Fall. Und kriegst du, glaube ich, auch Eis. Ich habe 400 Haut, also ich brauch's nichts. Kannst du mich liegen lassen. Okay. Das Holz schmeiße ich auch mal weg. Zack. Zack. Holz hat's ja ruckzuck wieder gemacht. Magic Charts schmeiße ich weg. Die findest du auch in alle Nase lang hier. Das. Oh, ich habe hier... Oh, gutes rohes Fleisch. Ich habe hier Prime Meat habe ich gefunden. Habe ich rausgehauen aus dem Feeder. Prime Meat. Alles klar. Aber, ja, spoilt halt in anderthalb Minuten, ne? Also vergammelt das, schade. Okay, muss man wissen. Diese großen Viecher, die geben dann halt Prime Meat, so eine Art. Ne? Oh, was kann ich denn da wegschmeißen hier? Hier, Seile können auch weg, zack. Ansonsten kann ich nichts weghauen. Brauche ich alles. Hier, Fell kann ich nochmal weghauen. Das kannst du nochmal wieder aufnehmen. Genau. Ja, jetzt geht's auch. Jetzt kann ich wieder laufen. Und du hast mit Alt übrigens noch eine Leiste, ne, die du füllen kannst. Naja, habe ich schon rausgekommen. Da hinten ist ein Komet. Das Grüne da hinten. Da ist ein Komet. Kannst mal gucken, ob du den looten kannst, ob du schon das Level da hast. Von da kommt auch der Reaper, den wir gerade tot vorgefunden haben. Mit jedem Reaper, mit jedem Komet spawnt auch ein Reaper oder zwei Skelette. Mit Äxten. Also ich kann an Grün schon ran. Muss mal gucken, ob du rangehen kannst. Also Metall kann... Ja, kann durchsuchen, kann ich. Metall hat er drin, Kupfererz, Eisenerz und normal Stein. Ja, die Steine kannst du drin lassen, aber das Erz würde ich mitnehmen. Ist wichtig. Umso weniger brauchen wir selber klopfen. Jo, habe ich mitgenommen. Auch wieder langsam. Ich wende mal einen Gewichtszauber an. Ich habe ja noch. Ja, habe ich noch. Hat er gemacht? Ne, natürlich nicht, ne? Jetzt hat er es gemacht. So. Schauen wir mal weiter, was wir so finden. Oh, schon wieder ein Panther. Aber ich glaube, der steckt fest. Panther Level 8. Jawohl. Brauchen wir nicht abbauen. Haut haben wir genug. Oh, da sind Hyänen. Und der Ent läuft hier rum. Wer läuft hier rum? Ein Ent. Wie heißen die hier? Treant. Oder? Ja, Treant heißt der. Baumbart, ey. Baumbart. Ah, hier sind alles voller Ents hier. Aufpassen, welchen Baum du anhakst. Da kommt schon wieder ein Panther.
Nee, das ist ein, kein. Nee, Wölf, Wölfe. Wölfe. Alles klar, lass mal hochlaufen. Ja. Na. So. Manchmal hakt es, ne? Oh, Bären. Achtung. Weglaufen. Und dann irgendwo auf erhöhte Positionen gleich. Oh. Ja, ich bin tot. Jo. Zack. Ja, ich hol dich gleich ab. Ich werde hier von mehreren angegriffen. Ja, ich fahre mir jetzt hier meinen Kram wieder zusammen. Hinlaufen tue ich jetzt nicht mehr. Der ganze wichtige Scheiß ist doch hier. Da kannst du auch nirgendwo hin, ne? Gucken, wie lange die mir folgen. Ich glaube, die haben abgelassen. Ich komme mal wieder in deine Richtung gelaufen. Ich hole dich ab. Dann sind die Sättel ja schon wieder weg. Das ist doch kacke. Hol den doch raus, den Sattel. Ich kann nichts mehr tragen. Das ist das Problem. Mann, wie lange folgt mir denn dieser scheiß Pleitegeier, ey? Da ist schon wieder ein Panther. Ist halt nur ausweichen, wenn man so einen Panther sieht, ey. Aber dass auf mal so Bären um die Ecke kommen, habe ich auch nicht mit gerechnet. Und gleich zwei vor allen Dingen. Tja. Musst du einfach schnell zickzack weglaufen. Und dann irgendwie auf den Felsen springen, wo die nicht rankommen, weißt du? Ja, ich bin auch gerade unten. Aber wie steht schon, you enter the town, also. Ich laufe jetzt nach oben. Ich komme jetzt gleich die Brücke runter. Ach, bei der Brücke bist du schon, okay. Da muss ich erst noch wieder hin. Ich bin einen anderen Weg zurückgelaufen, querfeld ein. Und jetzt gerade wieder hier. Kurz vor der Stadt. Ich hab dich gleich eingeholt. Ja, das ist immer, wenn das Gebiet nachlädt, ruckelt es immer. Es ruckelt bei jedem. Da kannst du noch so einen High-End-PC haben, kannst nichts machen. Das liegt aber an der Early Access-Geschichte, ne? Ja, ja, das ist immer, wenn das neue Gebiet nachlädt, weil es läuft ja einigermaßen flüssig, aber auch nur, weil du immer nur Teilgebiete fertig geladen sind. Also, sobald du ein neues Gebiet betrittst, muss das neu geladen werden. Und deswegen ruckelt das. Es ruckelt bei jedem. Was heißt der grüne Strahl da? Grüne Strahl, also die Strähle in verschiedenen Farben, heißt einfach nur, dass demnächst dort ein Meteor wiederkommt. Wahrscheinlich ja, in der Farbe, wie der Strahl ist. Runtergeknallter Ding da. Du bist schon bei der Brücke? Ich bin auch gleich da. Oh, jetzt läuft hier ein Skelett lang. Dem ausweichen oder beschießen. Ah, der ist da gerade beschäftigt. Ich bin gleich da. Tja, da sind wir schon wieder über 20 Minuten. So schnell geht die Zeit dahin und noch nichts erreicht, ey. Außer gefühlt 1000 Tode gestorben. Ah, ich hab die jetzt im Laufen hier. Laufen. Wo hast du die Bären denn gesehen? Wenn du hier runterläufst, weiter. Ach da. Wo ist denn die Leiche? Kannst du den Strahl schon sehen? Nee. Das ist aber hier rüber. Lass mal gucken, kann ich Pfeile machen? Ich kann gar nichts machen, ne? Ich habe nur 4 Pfeile, ich kann mich eigentlich gar nicht wehren, außer mit dem Schwert. Kann ich das Schwert reparieren wenigstens? Auch nicht. Oh, da ist ein Panther.
Ja, der Panther macht dich. Mit Bären, ey, das ist. Panther macht dich platt. Ja, der Bär kommt, scheiße. Hau ab. Ich habe ihn platt gemacht. Ja. Der hat sich festgehangen hier, wa? Ach nee, der hat das Wildschwein hier angegriffen. Ja. Das Wildschwein hat sich gewehrt. Sind irgendwie beide tot, oder? Ja. Ja. So, jetzt habe ich noch ganze 2 Pfeile. So. Hast du noch Pfeile? Nee, ne? Nee. Da ist noch ein Bär und noch ein Panther und Wölfe. Ah, hier kommt schon wieder ein Bär angeschissen. Ja, hau ab. Aber die können hier, glaube ich, nicht rauf. Die verhaken sich da. Er rennt hier unten lang. Keine Pfeile mehr. Ich habe noch Speere. Das haut er ab. Hat er genug? Wahrscheinlich. Lass hier abhauen. Scheiß auf die Metalläxte. Die kaufen wir neu. Oder wolltest du es riskieren, einmal hinzulaufen? Ich meine, jetzt hast du nichts zu verlieren, ne? Jetzt kommt er wieder. Mana mehr. Da ist er tot. Und da bin ich auch schon Level 31. So. Kriege ich jetzt meine Messer wieder. Hat nichts drin. Ne, kriege die Wurfmesser natürlich nicht wieder. Ist nicht schlimm. So, wolltest du jetzt dahin laufen? Müsstest also eigentlich stumpf geradeaus laufen, Richtung ja, Fels, Richtung Felswand. Ah, ich kann mein Dings nicht reparieren hier. Scheiße. Einfach Ausdauer regenerieren, hinlaufen, looten und wiederkommen. Und hier kommt schon wieder ein Bär. Ich hau ab. Die Bären sind echt stark. Du hättest nicht herkommen müssen, der Bär hat mich verfolgt. Naja, der hat mich angegriffen gerade. Achso, okay. Oh, Vorsicht! Jetzt ist er bei dir. Steht er bei dir. Ist das blöd, ey. Dann kann ich jetzt ja mal meine Sachen holen, wa? Bleib du mal da stehen, ich lauf da mal hinten hin. Oh, jetzt ist hier ein Panther, ey. So. Ich habe nichts mehr, um mich zu wehren. Das ist echt schlimm. Da laufen zwei Panther rum, ey. Okay. Ich glaube.
Ich lass das bleiben, ey. Oh, der nächste Bär. Ich meine, probier einfach aus hinzukommen, weil du hast ja eigentlich nichts zu verlieren. Nee, er hat mich ja schon hier. Er rennt ja schon hinter mir her. Ich schnitzel gerade den Bären hier in der Felsspalte. Komm, regeneriere dich. Zack. Wo ist er jetzt hin? Ja, da kommt er wieder angeschissen. Jetzt stirb endlich, Scheißbär. Bevor ich mir noch richtig festbacke und hier gar nicht mehr rauskomme, jetzt ist er down. So. Ich komme ja auch nicht raus, ey. Ich muss wahrscheinlich durch die Spalte runter, oder? Kann ich hier hoch? Naja, ihr seht's, so sieht's aus zurzeit. Der Volks und ich werden noch einen geeigneten Bauplatz suchen und vielleicht auch finden. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge, liebe Leute. Ja, der Volks hat auch Probleme mit dem Panther. Lebst du noch? Ja. Ja, noch ja, aber... Hast du deine Sachen wieder? Nee, ja, jetzt kommt, ich komm nicht. Das war's. Alles klar, habe ich gesehen. Okay, ich werde den Volks abholen, dann gehen wir in die andere Richtung. Das ist hier einfach zu gefährlich oben in den Bergen, in dem Norden, wo die Zwerge hausen. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein und ciao. Ciao.